Experten am Stammtisch. Dummgebabbel ist gleich. Das kannst du aber laut sagen. Trautl, bring mir 5 Glühweis. Und den ganz da oben? Oh, da kommen die Glühweis. Danke, Trautl. Prost, Männer. Hau weg, die Brie. Ex und weg. Willi, mal langsam und denk drauf, was da gestern Abend passiert ist. Hab ich was verpasst? Was war denn los? Der Willi hat's voll hier gewischt mit dem Mofa. Er sagt bloß, da ist noch gefahren. Da war doch voll wie ein Strump. Nee, ich hab mein Mofa geschoben, bin nicht gefahren. Willi, ich bin stolz auf dich. Das war sehr, sehr vernünftig. Ich wär schon gefahren. Aber ich hab beim Suff nicht mehr gewusst, wie's Mofa auch geht. Ja, die Steinbar hab ich erst einmal mein Mofa ins Trockene gebracht. Und weil mein Ständer kaputt ist, hab ich's Mofa vorsichtig an den Schlafzimmerschrank gelehnt. Was? Was macht denn der Mofa am Schlafzimmer? Ich hab halt keinen Platz mehr in der Garage, und es hat geregnet. Aber was sagt dein Vater dazu? Ja, der lacht kein Gute. Das glaub ich. Heute Nacht ist mir Aldi um 3:30 wach geworden. Sie hat brunzen müssen. Frag mich nicht, warum sie kein Licht angemacht hat, die Blödfunzel. Auf einmal hat's geschippert wie verrückt. Und mein Aldi ist voll übers Mofa drüber gefallen. Das glaub ich, dass der Frau dann sauer war. Dass er übers Mofa gefallen ist, ja, das war nicht immer so schlimm. Sie ist aber noch ein doppeltes Salto rückwärts auf dem Auspuff gelandet. Und der war halt noch sau heiß. Wieso war denn dein Auspuff heiß? Du hast doch den Mofa geschoben, hab ich gemeint. Weil ich halt den Hof noch ein paar Runden mit meiner Maschine gedreht hab. Bisschen die Zinnkerze sauber geblasen. Also wenn du keine andere Waffel holst, ja. Jetzt hat die hier Brand bloß auf dem Arsch backen. So groß wie ein Tennisball. Ach, sag bloß, er hat sie Schmerzen? Ach, natürlich. Das Dumme an der Sache ist nur, dass er vor 3 Tagen von einem anderen Arsch backen so ein ätrisches Verunkel hat rausgeschnitten gekriegt. Jetzt hat die auf dem einen Arsch backen die Brand bloß und auf dem anderen die Narbe von der Operation. Mann, sieht der ein Arschscheiße aus. Willi, jetzt musst du aber was einfallen lassen an Weihnachten, dass dein Freund nämlich sauer auf dich ist. Oh, ja, das weiß ich. Und deshalb kriegst du von mir an Weihnachten einen Integralhelm geschenkt. Was, in Helm für deine Frau? Ah ja, ich baue noch zu Feiertage eine Sitzbank auf meinem Mofa. Da kann ich als meine Frau mitnehmen, gehen wir zusammen in die Gegend rumheizen. Willi, ich bin mir total sicher, dass ich deine Frau ganz arg darüber freut. Oh, das glaubst du aber. Ich weiß schon, wie man die Weiber zufriedenstellt. So, Männer, ich muss jetzt heim. Ich muss noch Stroß kehren. Trautl, zahle. 5 Glühweis, 2... Na, irgendwie klingt das voll daneben. Nach der Weihnachten freue ich mich, wann ich endlich wieder sagen kann. 3 Scholle, 2 Kurze und eine Bluna. Experten am Stammtisch. Dummgebabbel ist gleich. Das kannst du aber laut sagen.